Hallo? Es ist gefährlich. Hier draußen. Was zum... Hey, hören Sie mich? Sie sind es. Der Vater des Kindes. Kind? Moment, meinen Sie Rose? Ist sie hier? Rose! Rose! Ja, sie ist in großer Gefahr. Seit Mutter Miranda sie ins Dorf brachte, macht Finsternis sich breit. Was meinen Sie? Die Monster? Die Glocke verkündet Gefahr. Sie kommen! Nein, halt! Wo ist Rose? Wer ist Mutter Miranda? Das Läuten ist unser Zeichen. Sie kommen zurück! Ja, Freunde, und somit willkommen zu Resident Evil Village, die Demo im Dorf. Ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Ich habe so lange auf das Game hingezittert und gewartet, dass es endlich rauskommt. In wenigen Tagen ist es soweit und wir dürfen endlich mal die Demo auf dem PC zocken. Hab mich ein bisschen geärgert, weil die ganzen Konsolenjünger ja das schon zocken durften. Ja, wir leider nicht. So, jetzt ist aber soweit. So, Chemikalie haben wir gefunden. Was gibt's hier Schönes? Oh, großes Lykan, sagenhafte Wolfmonster von 1. Möget ihr kommen. Unser Fleisch nehmen, möget ihr kommen und uns bei lebendigem Leibe zerreißen. Das nicht, denn ich habe eine Waffe. Ich bin gut ausgerüstet. Okay, dieses Schloss ließe sich leicht knacken. Ja. Aber wir haben leider nichts zum leicht knacken. So, ich bin nochmal gespannt, ob die Tür von der alten eigentlich jetzt auf ist oder bleibt die zu? Nee, die bleibt zu. Ich scheint auch verschlossen zu sein. Ja, wie soll es auch anders sein? Okay, hier fehlt irgendwas. Das heißt, wir müssen noch irgendwas ablassen. Rostige Reste. Na, hurra. Hätte ich noch nicht gedacht, dass ich hier in Resident Evil rostige Reste finde. Auch schön. Irgendwelche Krähen bleibt mir bloß vom Leib. Wir opfern diese Wächterziegen zum Schutz des Dorfes und seiner Bewohner. Wer sie zerstört, dem möge der Zorn der Mutter Mirandas ereilen. Ja, ein Ding. Ah, okay. Ist ja schon zerstört. Ja, ein Ding. So, was haben wir hier Schönes? Okay, hier geht's auch nicht rein. So. Ah, okay, hier müssen wir... Hier geht's wohl zum Schloss. Genau, hier müssen wir irgendwas einsetzen. Okay. Geht's hier rein? Ah, alles klar. Ja, da haben wir doch schon mal was zum Einsetzen. Okay, sollte irgend... Wichtiges Objekt finden Sie im Tab Inventar unter Wichtiges. Sollte Unglück über das Dorf hereinbrechen, finden Sie zwei Reliefsfragmente. Eines ist in der Kirche, eines bei Lucias Haus. Okay. Das heißt, ein Fragment haben wir schon gefunden. Ach, das ist ja die Lady Dracula, ne? Die wir später dann noch treffen. Irgendwie noch was anderes? Nee, ne? So, wir sind von da gekommen. Gehen wir mal ums Haus rum. Ah, hier der nächste Brunnen, wo irgendwas fehlt wahrscheinlich. Ja. Ob hier auf der Veranda irgendwas liegt. So eine Laterne. Ah, hier geht's weiter, ne? Die tolle Vogelscheuche. So. Okay, hier geht's auch rein. Greifen Sie Mehlsäcke an. Was? Sie sind voll Mehl. Ja.
Schade, ich dachte, ich kann das eben nochmal lesen, untersuchen. Nee. Irgendwas gelesen, greifen Sie Mehlsäcke an. Warum soll mich der Mehlsäcke angreifen? Oh, schön. Gut. Das nenne ich doch mal eine Waffe. Toll. Ich finde Gewehr und finde Pistolenmunition. Das ist ja wieder passend. Schießpulver. Dass wir können unsere eigene Munition herstellen. Jetzt haben wir die verschlossen. Wahrscheinlich können wir denn hier reinfliehen und dann... Ja. Hier kommen wir wieder zurück. Ach du heilige Neune. Los, komm, zeig dich. Alter, was ist denn das für ein Werwolf, ey? Tarntäuschen und verpissen, das ist ja wie bei der Bundeswehr hier. Problem ist, dass mein Junge hier ein bisschen nervös wird, habe ich das Gefühl. Was, komm raus hier. Oh, wir müssen die Waffe wechseln. Manche Objekte können zerstört werden. Schießpulver. Ja, der scheint noch nicht anzugreifen. Gucken wir mal, ob wir irgendwas herstellen können. Ah, da fehlen noch zweimal rostige Reste. Energie haben wir eigentlich genug. Alter. Boah. Wie viel vertragen die denn, ey? Unglaublich. Springen kann ich da nicht. Alter Falter, ey. Natürlich die Frage, wie viel kommen da noch? Kristalliner Schädel. Ein Schatz nennt er das, ja. Gucken, wo geht's denn hier? Oh, Alter. Ja, da kannst du dich ja nur noch erschrecken. Oh. Heilige Scheiße, ey. So, der ist auf jeden Fall vergangen. So, jetzt können wir nochmal ganz in Ruhe hier gucken. Das scheint es ja nicht zu geben. Boah. Also da soll man sich nicht in die Hosen scheißen. Also nachts kannst du das auf jeden Fall nicht zocken. So, dann gehen wir mal nach hier oben. Öffnen. Ne, wir gehen hier erstmal rein. Schließen Sie die Tür. Ah, okay. Hey, was machst du hier? Stehen bleiben. Bitte. Ui. Tun Sie uns nichts. Oh, normale Menschen. Sorge. Ich tue Ihnen nichts.
bin ich froh, normale Menschen zu treffen. Sind hier noch andere Überlebende? Nein. Sie sind alle bei Luisa. Aber sie antwortet nicht und das Tor ist verschlossen. Sei still. Er ist keiner von uns. Das kann sich ja ändern. Ich kann nur einer von euch werden. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Kann er laufen? Nein. Ein Monster hat ihn verletzt. Er hat viel Blut verloren. Wir müssen in Luisas Haus. Psst, leise. Ich finde schon einen Weg. Bleibt hier. Seid leise und bewegt euch nicht, bis ich das Tor öffne. So, nochmal was zu zerstören. Nehmen. Eigentlich schon wieder Schrot finden, Munition herstellen. Ach nee, immer noch nicht. Es scheint aber nichts Special zu sein. Hier fehlt auch irgendwas. Das ist ja krass, in jedem Brunnen fehlt irgendwie die Kurbel, warum auch immer. Das so eine Bewandtnis hat. So, komm, nachladen. Alter, wie viel laufen denn da rum, ey? Und ich mit meiner kleinen Mickey-Pistole soll die ja killen, oder was? Ich hoffe, die können hier nicht so rüberklettern. Alter, das war eine Möglichkeit, irgendwie abzuhauen. Auf jeden Fall sollten wir mal nachladen. Okay, das war ein Headshot. Toll, Schießpulver. Können wir die Tür auch wieder zumachen? Hallo? Ja, nur noch Messer, ne? Das halt mit Messer erledigen. Na toll, danke, dass ihr die Tür zumacht. Okay, über Zäune klettert er automatisch. Okay. Das Ding, ich höre immer nicht so schlecht, wo die sind. Ach da, alles klar. Kommt mehr, Böschchen, ich hab ein Messer. Kann ich die nicht irgendwie... Kann ich die nicht irgendwie erstechen mit dem Messer? Boah, einer ist ja... Ja, los, komm schon. Wenn die ja wohl packen, ey. Ah! Los, komm! Piss dich. Los, der andere ist auch umgefallen. Alter. Jetzt muss ich...
Oh. Alter, jetzt. Gesundheit wiederherstellen. Ich würde sagen, ich muss erstmal ins Haus rein. Ey, weißt du, ich kämpfe hier mit einem Messer gegen so eine Viecher. Okay, aber so kann man auch zustoßen. Okay, das ist ja schon besser. Ich habe ja nur gehauen, sozusagen. Los, komm. Da! Ah. Mann! So, der kriegt jetzt mal einen. Alter Falter, ey. Rostige Reste. So, jetzt gucken wir mal, ob wir wieder Munition herstellen können. Das müsste doch jetzt gehen, oder? Nee. Aber Arzneimittel können wir herstellen. Sehr gut. Wie sieht denn die Energie aus? Naja, okay, geht. Keine Munition, ne? Kannst du echt vergessen. Okay, hier haben wir nochmal ein paar rostige bekommen. Rostiger Schrott. Ah, okay, Munition, Pistolenmunition. So, sehr gut. Ich hoffe, das war's erstmal, dass ich die Brut ausgelöscht habe. Auf jeden Fall jetzt hier einen anderen Weg finden. Ich habe ja gesagt, ich finde einen anderen Weg. Wir gucken uns die Rückseite nochmal an. Ah, alles klar. Schießpulver. Ja, was soll ich sagen? Klotür. Sitzt aber kein Werwolf drauf und macht einen Haufen oder so. Hätte ich mal doch das arme Lamm da nicht erschossen. An die Ziegen sind das ja. Von der anderen Seite verschlossen. Auch verschlossen. Ah, alles klar, das andere Fragment, sehr geil. Damit können wir dann hinten die quasi, na, schließ, mach auf. Genau, damit können wir den Weg zum Schloss eröffnen. Alles gut. Los, schnell. Wurde aber auch Zeit. Ja, der Typ sieht aber echt übel aus. Mann, 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 ey. Er ist es nicht gewöhnt, sich helfen zu lassen. Tut mir leid. Hier sind wir sicher, oder? Sicherer als da draußen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wenn nicht irgendwelche Werwölfe auftauchen. Sagen, was hier los ist? All das ergibt keinen Sinn. Mutter Miranda hat uns immer beschützt, aber... Niemand antwortet. Los. Vater? Helft mir. Wir müssen ins Haus. Hallo? Jemand da? Warte, lass mich versuchen. Luisa! Mach auf! Ich bin's, Elena! Alter! Sei still! Die Monster hören dich noch. Julian, beruhige dich. Wer ist das? Kein Freund. Alter Schwede. Die sind ja alle durchgeknallt hier. Um Himmels Willen, lass uns rein! Nein. Sie riechen das Blut, es ist zu gefährlich. Mein Vater stirbt hier draußen. Ist nicht mein Problem. Was ist hier los? Die wollen, dass wir einen Sterbenden in unser Haus lassen. Hör schon auf. Die sind unsere Freunde. Na los, rein mit euch. Eine, die vernünftig bei, normal bei Verstand ist. Oh. Du bist nicht aus dem Dorf.
Nein, ich bin Ethan. Julian, mach dich nützlich und geh dich umsehen. Ich sagte, geh! Genau, kill mal ein paar Werwölfe. Das habe ich nämlich schon gemacht. Tja, wenn Elena dir vertraut, dann tue ich es auch. Komm rein, Ethan. Also nach einer Tea-Party sieht's ja nicht aus, aber... Ich sehe nach den anderen. Finden wir denn hier irgendwas Schönes? Luisa, sie haben schon wieder viel gerissen. Wenn das so weitergeht, überleben wir diesen Winter nicht. Ernest haben wir auch noch nicht gefunden. Er ist wie vom Erdboden verschluckt, hat Mutter Miranda sich von uns abgewandt. Boah. Ich sein Herzinfarkt, ey. Bin ja normal, das ist nicht so schreckhaft, aber wenn die Wölfe auf einen zukommen, du kannst dich nicht wehren. Ist schon ätzend. Hier lang. Okay, das Haus scheint ziemlich massiv und sicher zu sein. Komm rein, die anderen warten. Wer zum Teufel ist das? Ein Fremder? Du bringst uns doch alle um! Anton, bitte. Er hat den beiden geholfen. Wir hätten es auch ohne ihn geschafft. Komm, Ethan, setz dich. Sind das alle Überlebenden? Aus dem ganzen Dorf? Alle Überlebenden? Alle Überlebenden? Niemand hat überlebt! Ein nutzloser Krüppel? Ein dummes, heulendes Weib? Und Alter. Du? Du schleifst einfach so einen Verwundeten und einen Fremden hier rein? Und glaubst, es wäre sicher? Von wegen sicher! Jeder Einzelne da draußen wurde in Stücke gerissen! Und morgen? Mann, der Typ muss mal an seiner Resilienz arbeiten. Morgen sind wir alle hier tot. Unglaublich, ja. Genau, das ist ja schlimmer als die Werwölfe da draußen. Stopf dir das Maul, Roxana! Dieses Haus gab meiner Familie generationenlang Schutz. Betrunken oder nicht, ihr seid alle willkommen und sicher hier. Ja, klar. Sagt mir bitte jemand mal, was hier eigentlich los ist. Wir wissen es nicht. Wir waren eine friedliche, fromme Gemeinde und dann kamen plötzlich Monster und griffen uns an. Und sie kamen wieder. Warte, Luisa. Und wo ist eigentlich dein Mann? Ist er... Nein, nein. Er ist draußen. Irgendwo. Er geht Hilfe holen. Ja, das macht er. Er geht Hilfe holen. Ein bisschen gelogen, weil sie hat ihn ja vorhin rausgeschickt. Für ihn. Und hat gesagt, guck dich mal ein bisschen um. Ja, kommt. Kommt her. Der Alte wäre mir verdächtig. Weil der ja... Oh, Allmächtige, hört unsere Stimme. Vereint in Demut vor euch. Wir ersuchen euch aus den unendlichen Tiefen, uns dem Schicksal zu überleben. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht erbringen wir unser Opfer in Erwartung des erlösenden Lichts. Im Leben wie im Tod preisen wir euch, Mutter Miranda. Gut, der Tee ist fertig. Komm, hilf mir, Elena, ja? Das Gebet habe ich schon mal gehört. Von einer alten Frau beim Friedhof. Du meinst die Hexe? Das Weib ist verrückter als ein Irrenhaus. Es steckt auch Weisheit in ihrer Demut. Und ich hoffe, sie gab ihr Schutz, wie sie uns beschützt. Sie noch alle? Leonardo, was ist? Geht es dir gut? Nein! Elena, nein! Lass weg! Nein, lass mich los! Oh.
Oh Gott! Nein! Er wird uns töten! Wir müssen weg! Elena? Ich sagte aufhören! Ah, sehr gut. Bevor die angefangen haben zu beten, wollte ich das genau sagen, dass der Typ gefährlich ist, weil er von den Wölfen gebissen wurde. Hey, das war nicht mehr dein Vater. Es war das Richtige. Elena! Elena, nicht! Du kannst nichts tun! Vater! Das ganze Gebäude bricht zusammen! Du hättest nichts tun können. Er war bereits tot. Lass mich in Frieden. Nein, ich bring uns hier raus. Uns beide. Das finde ich auch sehr realistisch, dass sie jetzt, sag ich mal, so durchdreht. Das ist ja in vielen Spielen nicht so. Man ist ja gerade ihrem Vater erschossen. Ob wir irgendwas finden hier? Hier, da ist nichts drin. Irgendwie brennt hier alles, ne? Okay, hier war noch ein Schrank. Falls nötig, nimm mir den Schraubenzieher aus dem Schlüsselanhänger. Okay. Autoschlüssel. Ah, sehr gut. Untersuchen Sie Objekte genau, um eventuell neue Hinweise zu finden. Auf jeden Fall ein Schraubendreher drin, das sieht man ja. Positionieren. Ich weiß gar nicht, ob der... Ah, alles klar, hier ist es. Schraubenzieher heißt eigentlich Schraubendreher, aber okay, wollen wir mal nicht kleinlicher sein. Damit könnten wir theoretisch wahrscheinlich eine Schublade öffnen. Flintenmunition. Das ist natürlich sehr nice. Wir haben doch ganz vorne am Anfang in dem Haus noch eine Schublade, die wir öffnen könnten. Hier ist ja noch eine Schublade. Da ist aber nichts drin. Da ist auch nichts drin. So, wie viel haben wir denn, wenn wir jetzt die Schrotflinte nehmen? Wie viel Schuss? Okay, 2 Schuss, das ist nichts. Dann bleiben wir erstmal bei der Pistole. Mist, das Feuer breitet sich aus. Ja, würde ich sagen, dann fahren wir doch mal mit dem Auto durch die Wand, ja? Autoschlüssel. Gucken, ob das funktioniert. Was hast du vor? Geh rüber. Hiermit kommen wir raus. War eine schlechte Idee. Ich habe vorher noch gesagt, das Haus ist stabil, aber war wohl nichts. Ethan, alles in Ordnung? Mir geht's gut. Ich versuch's nochmal. Das Feuer. Wir haben keine Zeit. Daneben nach oben. Alter, selbst die Dolby-Effekte sind so heftig,
dass ich eben nach rechts gucken musste, weil ich dachte, da steht wer. Schnell. Heftig. Schnell weiter. Durchhalten. Und atme nicht den Rauch ein. Ich weiß. Aber danke. Ja, hoffentlich. Wenn wir herauskommen, stelle ich euch vor. Genau, hier oben geht's lang. Ei. Komm, Alter. Es hält. Fall da bloß nicht runter. Ah, da ist ein Fenster, sehr gut. So kommen wir hier raus. Ein Glück. Aber was dann? Im Dorf sind immer noch diese Monster. Wir haben keine Chance, es sind zu viele. Hey, sag doch sowas nicht. Wir finden ein Versteck für dich, bis ich meine Tochter finde. Ich glaube, sie könnte in dem Schloss sein. Nein, dort gibt es nichts außer Blut und Tod. Und ich wäre ganz allein, bist du... Vater? Elena, nicht! Das ist nicht mehr dein Vater! Elena! Er hat mich erkannt! Vater! Du bringst dich noch um! Oh, das war eine keine schlaue Idee. Los, nimm meine Hand. Geh, Ethan. Rette deine Tochter. Elena, du schaffst das. Nimm meine Hand. Scheiße, nein. Mist. Na, wenigstens war das eine vorgefertigte Story. Sterben. Und ich konnte das nicht beeinflussen. Das ist einfach nicht fair. Alter, wie viele Menschen jetzt gestorben sind? Es ist ja so, als wenn wir da Unheil reingebracht haben, das Ganze. Okay. Echt übel, ey. Ich versteh's nicht. Ich glaube, wir finden hier nichts mehr, ne? Was für ein Chaos. Ja, seitdem wir da jetzt sind. Alles wieder von vorne los. Fuck. Okay, ganz so ist es ja nicht. Wir finden auf jeden Fall den Weg zum Schloss. Gucken wir mal, ob wir da jetzt ran können. Dämonenfragment, sehr gut. Ach, er lebt ja noch, ne? Nicht! Mutter Miranda! Hey! Scheiße! Wer war? Was war das? Heilige Neune, ey. Ja, aber ich sehe ihn ja auch irgendwie nicht mehr. So, hier haben wir nochmal Schrott. Gucken wir nochmal, dass wir was herstellen können. Arzneimittel. Da reicht's nicht. Brauchen wir noch mehr Schrott für. Hier geht's ja irgendwie rein. Nee, ne? Dann hoffe ich mal, dass jetzt der hier... Alter, ich dachte schon. Werwölfe. Der Tod findet sie alle. Na, helfen tut ihm ja aber auch nicht groß, ne?
Ja, komm, lass uns gehen. Okay. So, bevor wir da reingehen zum Schloss, will ich nochmal die eine Schublade mit dem Schraubendreher öffnen. Das hat mich schon gereizt, als ich das Spiel angefangen habe. War die hier. Dieses Schloss ließe sich leicht knacken. Ja, okay, schade. Ich dachte irgendwie, dass er da auch mit Schraubendreher rangeht. Naja. Dann müssen wir halt zum Schloss. Es sei so. Oder besser gesagt, so sei es. Nehmen wir doch das andere. Jo. Dämonenfragment. Komm her, dich setzen wir auch noch ein. Da muss ich sagen, kenne ich jetzt nicht so leicht ein Muster, oder? Doch so, ne? Ja, doch. Hat gepasst. Gerade zum Schloss und ich dachte schon, dahinter ist das Schloss. Nee, denkst du? Nur Blut und Tod. Na dann. Oh. Das war's schon. Ergebnis 34 Minuten, doch. 34 Minuten 6 haben wir gebraucht. Okay. Also das heißt, wir gehen da noch ein Stück durch den Garten, kommen dann ins Schloss. Sehr geil. Ja, dann freue ich mich schon auf das nächste Demo im Schloss. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst mal ein Abo da, Daumen nach oben, Kommentar, wie ihr Bock habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin.